Kommen wir nun noch zu den Ausnahmen, zu den Exceptions, die Sie auch aus Java beispielsweise kennen. Exceptions sind Instanzen des Datentyps oder der Klasse Exception oder von dessen abgeleiteten Klassen. Wir können solche Exceptions explizit werfen. Dafür verwenden wir Arrays. Das entspricht dem Throw von Java. Und wir können natürlich Exceptions abfangen. In Java machen wir das mit Catch. Und hier machen wir das, also in Python machen wir das mit Except. Ansonsten, wenn die Exceptions nicht abgefangen werden, dann werden sie so lange nach oben weitergereicht, also den ganzen Aufrufstack wieder nach oben gereicht, entweder bis sie irgendwann mal abgefangen werden oder sie führen im schlimmsten Fall eben dazu, dass das Programm am Ende beendet wird und mit einer Fehlermeldung abbricht. Schauen wir uns einfach mal an, wie solche Exceptions funktionieren. Da haben wir hier ein Beispiel. Das Beispiel ist ganz einfach. Wir haben eine Funktion, der übergeben wir eine Liste und ein Index und die soll das Reziproke des Eaton-Elementes berechnen. Da kann natürlich einiges schiefgehen. Ich kann auf ein Element zugreifen, was gar nicht gibt. Dann wird zum Beispiel ein Index-Error geworfen. Den kann ich hier abfangen. Mit diesem Except fange ich hier den Index-Error ab. Und es kann natürlich durchaus sein, dass ich das Reziproke einer Null bilde. Na gut, dann eben eine Division durch Null Exception. Die fange ich hiermit ab, kann hier also mehrere Exceptions auf einmal abfangen und ja, behandle die irgendwo. Oder ein Typ-Error beispielsweise, wenn ich versuche, das Reziproke eines Strings zu bilden, was ja schlicht und einfach nicht möglich ist, dann könnte ich ja eben hier eine Exception werfen oder hier so eine ganz allgemeine Exception, die fängt alles ab, egal welche konkrete Exception das in dem Moment ist. Hier oben ist noch interessant bei dem Typ-Error, da greife ich noch auf Details des jeweiligen oder der jeweiligen Exception zu. Das Else wird immer dann ausgeführt, wenn keine Exception aufgetreten ist. In unserem Fall haben wir hier das Reziproke gespeichert und geben es da unten zurück. Man kommt meines Erachtens auch durchaus ohne dieses Else aus, aber es gehört zum Sprachumfang. Und das Finally wird immer ausgeführt am Ende, egal ob eine Exception geworfen wurde oder ob nicht. Ich möchte jetzt mal mein kleines Skript testen. Ich habe hier einfach eine Liste. Die ersten drei sollten ohne Probleme durchlaufen. Beim vierten versuche ich, das Reziproke eines Strings zu bilden. Dann könnte hier so ein Typ-Error fliegen. Das Reziproke von 0 könnte zu einer Division von 0 führen. Und dann versuche ich noch außerhalb, auf ein Element außerhalb des Strings zuzugreifen. Oder außerhalb der Liste zuzugreifen, was dann ein Index-Error geben sollte. Versuchen wir es mal, starten das Ganze. Und hier unsere Exception-Demo. Und wir sehen, dieses Always Executed kommt hier aus dem Finally. Ein bisschen nach. So, dann beim dritten haben wir die Unsupported Operands, wo wir nämlich versuchen, das Reziproke hier von diesem JJ zu bilden, was natürlich auch nicht klappt. Und dann kommt diese Division durch 0. Und last but not least versuchen wir auf das fünfte Element zuzugreifen. Und haben aber nur 0, 1, 2, 3, 4. Und das wirft dann auch eine entsprechende Exception.